TV mit den News. Es ist kaum zum Aushalten. Draussen zu Mittag essen oder ein Glas schlecken ist momentan fast nicht möglich ohne die lästigen Wespen. Schon lange nicht mehr hat es in der Ostschweiz so viel von diesen gelb-schwarzen Plaggeister gegeben. Wegen dem warmen Sommer sind Kolonien schneller gewachsen wie in den vergangenen Jahren. Schädlingsbekämpfer und Feuerwehren kommen kaum nach mit dem Entfernen der Nester. Marc Sieger. Ein Wespennest direkt unter dem Dach. Es ist ein Bild, das Daniel Kreienbühl im Moment Altbot antrifft. Der Schädlingsbekämpfer muss allein heute 8-mal ausrücken, zum Wespennest zu entfernen. Wir müssen sicher mehr ausrücken, weil es einen heissen Sommer gegeben hat und im April bereits schon trocken war und dann konnten sich die Wespen entwickeln. In der ganzen Ostschweiz nisten im Moment so viele Wespen in den Dächern wie schon seit 20 Jahren nicht mehr. Für die Anwohner der betroffenen Häuser ein grosses Ärgernis. Ja, nicht so angenehm. Wir hoffen, dass wir bald wieder aufhören und jemand uns das hilft zum Wegnehmen. Und genau darum ist Daniel Kreienbühl heute hier. Mit dem E-Spray nebelt das Nest ein. Der grösste Teil der Kolonie flüchtet durchs Fenster. Nur wenige Wespen verfrieren. Auf Gift will der Schädlingsbekämpfer, wenn möglich, verzichten. Erstens ist einmal der Geruch. Zweitens, in einem Dachgeschoss oben ist Kiez, wo wenn sie einen Wespenspray haben, ist der Verdünner drin, Geruchsbelästigung und eventuell in verdeckten Orten zu einem Abbrand führen. Und es ist einfach allgemein, das Trockeneis ist gesünder auch für die Wespen. Hochbetrieb nicht nur beim Schädlingsbekämpfer, sondern auch bei der Feuerwehr. In den letzten Jahren haben die St. Galler Feuerwehrmänner im Schnitt gut 120 Mal pro Jahr wegen Wespennester müssen ausrücken. Das Jahr sind es nun schon bis jetzt über 140 Einsätze. Angefangen hat es schon im Ende April, also relativ früh für Wespenbekämpfung. Und jetzt ist natürlich volle Saison eigentlich, weil die Nester sind jetzt natürlich relativ gross und dementsprechend auch erkennbar für die Leute. Die Wespen töten und das Nest entfernen müssen aber nicht immer sein, sagt der Feuerwehrmann. Für viele Leute ist das gar nicht bewusst, dass man die auch nützliche Tiere können sein. Und wenn sie nicht stören, dann wollen wir doch die auch wirklich leben lassen. Und schliesslich regelt es die Natur ja selber, sagt er. Können sich die Wespen nämlich nicht in Dachritzen verkriechen, verfrieren sie im Herbst sowieso.